Berlin, Hauptstadt und Weltmetropole, eine Stadt, die stetig wächst und sich mit neuen Aufgaben energisch auseinandersetzt. Das aktuellste Beispiel, die Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 oder 2028. Für die Kandidatur hatte der Berliner Schwimmverband geladen und versuchte, einige Dinge näher zu bringen. Also die Olympischen Spiele haben ja Ausstrahlungskraft über die Stadt hinaus. Ist ja unbestritten und Berlin hat mit vielen Sportveranstaltungen, die hier schon stattgefunden hat, auch im Ausland und weltweit eigentlich gezeigt, dass Berlin die Spiele durchführen könnte. Des Weiteren haben wir schon riesig viele Sportanlagen, die schon in einem Top-Zustand sind und die auch olympiatauglich sind, sodass man dort vielleicht auch nicht mehr viel Geld investieren muss oder nicht mehr so viel, um diese Sportstätten dann auch tauglich zu machen. Wir haben eine gute Infrastruktur. Ich denke, Berlin ist eine sportbegeisterte Stadt. Ja, und das sind schon viele Punkte. Die Euphorie gerechtfertigt, doch Probleme bestehen trotzdem. Zum Beispiel in der Akzeptanz der Bevölkerung. Olympische Spiele, das klingt nach Stimmung, nach Freude und sportlichen Höchstleistungen. Olympische Spiele, das klingt aber auch nach Kosten. Von der Ausgangssituation nehmen Sie das markanteste Beispiel. Ein Olympiastadion hat die Stadt schon. Andere müssten das erst bauen. Das muss für 2024 dann möglicherweise oder sehr sicher noch etwas aufgerüstet werden. Aber insgesamt ist es im Sockel schon da und das gilt für andere Sportstätten wie diese hier und andere auch. Die Nachhaltigkeit, ein großes und wichtiges Thema. Es geht aber auch um mehr, nämlich um die Zukunft. Der Nachwuchs soll aufwachsen mit dem Traum Olympia und gleichzeitig mitbekommen, dass sich die Stadt einsetzt für jeden einzelnen Menschen. Für den Berliner Sportverband Berlin ist Sport ein Motor für Inklusion. Das heißt, wir wollen, dass in der deutschen Gesellschaft Menschen mit und ohne Behinderung gleichwertig wahrgenommen werden. Und die Paralympischen Spiele sind insbesondere ein ganz starker Leuchtturm, weil sie eben den Sport für Menschen mit Behinderung ins Zentrum des Interesses rücken. Darüber hinaus bieten die Spiele eine Möglichkeit, Sportstätten entstehen zu lassen, die für Menschen mit Behinderung angepasst sind. Deswegen unterstützen wir ja die Bewerbung auch, dass wir eine neue Schwimmhalle bekommen, die man danach dann eventuell anders nutzen kann. Und das wäre ja ein schönes Infrastrukturprojekt, auf das wir uns sehr freuen, einen neuen Werder-Standort in Berlin zu haben, den wir dann für die ganze große Bandbreite der Bevölkerung anbieten können. Festzuhalten bleibt, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele für Berlin eine tolle Veranstaltung wären. Nicht nur wegen des Sports, auch menschlich und infrastrukturell könnten die Spiele wertvoll sein.